Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Bus Simulator 21. Ja, und weiter geht's, eine neue Aufnahmesession hier bei mir und wir haben die nächste Mission am Laufen, ländlich gelegen, verbessere die Busanbindung des Gewerbegebiets. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen begonnen, haben eine neue Linie erstellt, Linie 2 ist das mittlerweile, das ist die Route, die hier mit Astra Park, Siegwalden, Oakville und Schober Grounds verbunden ist und die werden wir jetzt auch fahren. Wir haben schon einen Bus, der ist hier gerade im Einsatz. Jetzt ist der da oben. Ich bin am Überlegen gewesen, ob wir vielleicht einen zweiten Bus hier einsetzen sollen, damit wir quasi mehr Geld machen. Problem wäre, der kostet 100.000, dann haben wir zum Schluss nur noch 59.000 am Konto und wir machen noch nicht so viel Gewinn. Wie viel Gewinn haben wir denn das letzte Mal gemacht? Beim letzten Zahlentag 26.000. Hatten wir da schon zwei Linien? Ich weiß gar nicht. Route mit bester Leistung 2. Hä? Aber ich glaube, der hieß die Linie auch anders. Wir haben die ja umbenannt. Ich glaube, wir haben die Linie umbenannt. Die Linie 1 war ja früher Linie 2 und die ist jetzt Linie 1. Und jetzt haben wir eben Linie 2 als Linie 2 auch wirklich. Gucken wir mal. Ich würde sagen, wir setzen uns einfach mal rein. Wo fängt denn Linie 2 überhaupt an? Da ist Haltestelle 1 und da ist Haltestelle 12. Dann können wir ja hier direkt mal anfangen. Ach so, ist das jetzt die richtige Richtung? Ich weiß gar nicht. Stopp! Stopp, 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 stopp! North Spoke. Na gut, dann ist das ja die Endhaltestelle. Nein, aus! Hallo! Nimm mich mit! Du lässt den Chef nicht im Regen stehen. Oder fährst du nein, ich fahre lieber selbst. Wow. So, mal gucken. South Spoke ist ja nicht die Haltestelle. Genau, da sind wir genau richtig jetzt nämlich. Na gut, die Bushaltestelle stand da wahrscheinlich vorher schon, weil die bauen wir ja nicht. Wir machen nur eine Linie daran. So, hallo, bleib stehen da hinten. Ja. So, dann, na gucken wir mal. Linie 2. Mal gucken, wie viel Geld wir da machen. Mal gucken, wie viele Zahltage wir hier haben werden. So, wir sind hier auf einer Vorrangstraße. Ich biege einfach mal ab. Auf gut Glück. Mal gucken, wie viele Zahltage wir dann da haben werden. Ich hoffe, es werden zahlreiche sein. Denn wir brauchen das Geld. Ich bin schon viel zu verwöhnt von den letzten Folgen noch, von der letzten Map von Angel Shores. Jetzt sind wir hier in Seaside Valley, in europäischem Gebiet, im deutschen Gebiet. Aber ich bin auch viel zu verwöhnt von Amerika. Da haben wir nämlich über 600.000 pro Zahltag gemacht. Ich glaube zum Schluss 660.000, also wirklich viel. Und jetzt fangen wir hier wieder bei schlappen 25.000 an. Damals konnten wir uns 6 bis 7, naja, 6,5 Bus, sage ich jetzt mal. 6,5 mal den Bus konnten wir uns brutal Zahltag kaufen. Der MAN, den wir hier fahren, der Lion City, kostet 100.000 im Kauf. Und wenn wir 660.000 verdienen, dann können wir uns den 6,5 mal leisten. Und jetzt können wir gerade mal ein Viertel dieses Busses uns leisten. Also da sieht man schon einen Unterschied. Und zwar einen gewaltigen. Hoppla, ein bisschen den Bordstein mitgenommen. Sudala. Wir sind früh dran, das heißt aber nichts. Das heißt überhaupt nichts. Denn ihr habt ja genau gesehen, was da passieren kann in den letzten Folgen. Wir können früh dran sein und dann stehen wir irgendwie eine halbe Stunde an der Kreuzung rum. Das kann leicht passieren. Hallöchen. Ich habe gehört, dass einer sich in den Bergen versteht. Verlasse die Fahrerkabine, warum denn? Ich bin heute der Busfahrer. Fahre ich so schlecht, dass ich mich das Spiel hier schon rausekeln möchte? Hm, merke ich mir. So, links blinken, sehr gut. Den Blinker haust zweimal vorher raus, aber macht ja nichts. Sind wir jetzt hier auf der richtigen Linie? Jo, Nordspeicher, das soll passen. Nordspeicher und dann geht's hier weiter. Ja, passt. Ach, sind wir ja eh unten. Oakville Central, Siegwalden, Larch Street. Ich weiß übrigens nicht, warum die da unten alle auf Englisch sind, die Haltestellennamen. Die Ansage ist ja auf Deutsch, Nordspeicher, da steht zwar North Spoke. Aber gut, wir können, glaube ich, rausfinden, dass es Siegwalden die Larchstraße sein wird und nicht die Larch Street. Aber okay, macht ja nichts. Die Markierungen sind auch alle auf Englisch. North Spoke, Research Center, East Spoke, Astra Promenade, aber die Kennzeichen sind auf Deutsch. Vielleicht ist hier auch Urlaubszeit, es sind einfach so viele Deutsche hier gerade unterwegs. Das kann natürlich auch sein, dass die gerade alle im Urlaub hier sind. Das ist das neue Mallorca.
Achso, warte mal. Ja, wir sind auf der Spiegeleistraße. Wir haben Vorfahrt. Sehr gut. Ich dachte gerade, ich habe den die Vorfahrt genommen. So, da la. Und ich sehe... zwei Räder und eine Frau drin. Das heißt, wir müssen die Rampe ausfahren. Na, das freut mich aber, dass du das so nennst. So, schnell rein da. Es regnet draußen. Na, Subi, die blockieren erstmal die Rampe, die Lustigen da hinten. So, schwupps, und drin ist sie. Was mache ich das jetzt wieder reingemacht? So. Okay, Norfspeicher. Norfspeicher, sag ich schon. So, Zentrum von Oakville. Ich biege jetzt mal ab. Warte mal, theoretisch müssen wir auf die da aber warten, weil die haben ja doch noch Vorrang. Na komm, fahr! Und der biegt... Na, und der biegt sowieso ab. Das kann er auch, wenn wir abbiegen. Wenn wir beide in die entgegengesetzte Richtung abbiegen, beziehungsweise eigentlich in die gleiche Richtung, wir biegen ja beide nach links ab, aber halt eben von unterschiedlichen Seiten. Oh. Das ging zu schnell. Na toll. Machen Sie bitte nochmal auf. Weißt du was? Ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal hier. Wir haben ja in Amerika zum Schluss immer das Problem gehabt, dass das nicht funktioniert hat mit dem Lassen Sie den Fahrgast aussteigen. Bis dann. Es funktioniert doch hier nicht. Okay, das ist also dann anscheinend doch ein spielinternes Problem. Liegt nicht irgendwie daran, dass wir schon so viele Linien dort gebaut haben, dass sich das Spiel gar nicht mehr auskennt. Das war ja zum Schluss so quasi meine Ausrede. Wir haben schon so viel gebaut und das Spiel weiß selber nicht mehr, ob der Fahrgast jetzt ausgestiegen ist oder nicht. Anscheinend weiß das Spiel das auch hier nicht, obwohl wir da nur zwei Linien haben. Das registriert leider nicht mehr, wenn wir einen Fahrgast aussteigen lassen. Finde ich ein bisschen schade, da haben wir nämlich immer einen Minuspunkt dabei. Ja, ja, Fahrgast ignoriert. Du mich auch. Der sitzt schon da hinten irgendwo auf einer Parkbank oder ist schon zu Hause. Fahrgast ignoriert. Warum haben wir denn eigentlich keine Lackierung? Achso, weil wir gesagt haben, wir müssen erstmal gucken, wie das alles aussieht. Stimmt, ja. So, der biegt ab. Das freut mich sehr. Na komm. Alter Mann, gehen Sie mir aus dem Weg. Was macht er denn jetzt? Husch! Mann, 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 die Leute hier wieder, das ist ja echt ein Wahnsinn. So, dann, Oakville Zentrum, nächste Haltestelle in 3,5 Minuten. Entweder da ist die Strecke so lang bis dorthin oder wir haben wirklich viel Verfrühung gerade. Es kann beides sein. Und ich sollte mal wirklich nur die 50 fahren, weil ganz ehrlich, wir haben erstens viel zu viel Zeit. Und zweitens, wir haben einmal eine Blitzerstrafe gezahlt. 100 Folgen, da ist 70. 100 Folgen und wir müssen nie eine Blitzerstrafe zahlen. Und dann sind wir einmal hier in neuem Terrain, in neuem Gebiet. Und was passiert? Wir zahlen schon. So, was ist hier los? Warum dürfen wir da nicht fahren? Ach so, hier rein dürfen wir nicht fahren. Hoppla, da geht's zur Autostraße. Okay. Da hinein dürfen wir nicht fahren. Da bin ich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich dachte, wir müssen hier durch und dürfen da gar nicht. So, der biegt ab. Sehr schön. So. Hätte man vielleicht auch anders lösen können, dass man quasi sagen kann, okay, man fährt da auf die Autobahn, aber die Autobahn führt dann irgendwo anders wieder hin. Wir können ja mal ganz kurz gucken auf der Karte. So, zählt leider auch nicht als Blinken. Ja, vielleicht, weil es mir den Blinker vorher rausgehauen hat, kann auch sein. Gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal auf der Karte. So, warte mal, 70 dürfen wir fahren, da kann ich ja ruhig mal ein bisschen auf die Tube drücken hier. Das wird eine krasse Angelegenheit werden, dann wenn wir... mit dem Elektrobus hier rumfahren, der ja sowieso so schnell von 0 auf 100 kommt. Wenn wir da nur 50 Wirkel fahren dürfen in der Stadt. Ja, ruckelt immer noch ein bisschen. Ich weiß leider nicht warum. Hab den Grafikkartentreiber schon mal aktualisiert. Kann aber sein, dass hin und wieder auch vorher geruckelt hat. Bin ich mir jetzt unsicher. Aber auf jeden Fall ist schon eine Besserung gegenüber vorher da. Das auf jeden Fall. Das muss man sagen. Wir haben nicht mehr den Ruckler bei jeder Haltestelle. Hin und wieder mal zwischendurch ist er noch vollkommen okay. So, da irgendwie habe ich den Anschein, wir haben doch eine ziemlich große Strecke zwischen den Haltestellen. Das heißt, der Zahltag sollte jetzt kommen. Zahltag 120 müsste das dann sein. Die wären ja komischerweise... Oh, da ist 50. Na, Schlagloch, leck mich. Direkt, weißt du, direkt bei der Ortseinfahrt von 70 auf 50 bauen die ein Schlagloch hin. Das ist ja eine Frechheit. Also, das ist ja mal wirklich eine Frechheit. Ist das überhaupt hier zum Abbiegen? Ich weiß gar nicht. Ich hoffe.
Jetzt keine Sperrfläche gesehen, sollte passen. Ah, ruckelt immer noch. Warum denn? Was ist denn da los, Freunde? Sag mal. So, nicht so schön geparkt. Naja, perfekte alte Position, okay. Und da haben wir unseren Zahltag. Unseren Zahltag, der uns jetzt gleich sagen wird, wie viel wir hier verdient haben. Viermal Blinker gesetzt, obwohl gerade ausgefahren. Ja, ich glaube auch. Es sind 28.000. Sehr schön. Route 1 macht 24.000 Gewinn. Route 2 macht 5.000 Gewinn. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir da nur einen einzigen Bus derzeit eingesetzt haben. Nämlich den hier, in dem wir gerade rumfahren. 460. Danke. Bitteschön. Ich würde ja gerne einen zweiten Bus hier einsetzen, aber ich würde auch ganz gerne mal einen Dreierbus einsetzen für die Route 1. Der Fahrgast hört laute Musik. Sollen wir kurz stehen bleiben? Wir haben da vorne zwei Haltestellen, machen wir das mal ganz kurz so. Ja. Na komm schon! Jetzt kann ich da nicht reingucken. Hoppla! So, wenigstens erwischt uns der Blitzer nicht. Ich habe von meinem Enkel gehört. Ach, Schlagloch mal wieder. Ich glaube, da haben dieselben die Straßen gebaut wie in Angel Shores. Okay, gut, dass du mir es jetzt sagst, weil dann kann ich jetzt schon mal die Rampe ausfahren. So, einmal, zweimal. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Eine Fahrkarte, bitte. So, Fahrkarte, bitte, danke. Einmal hier, einmal hier, einmal hier. Oh, 28, das ist wieder die hier. So, 1,80 hat sie gerade Reserve bekommen. Scheiße. Gerade dann, wenn wir eh kein Geld haben. So, mal gucken, wer erbarmt sich? Der erbarmt sich, sehr gut. Das finde ich sehr gut. Na, hallo, der erbarmt sich, habe ich gesagt. So, machen wir es halt mal so. Können wir gleich mal auf die Karte gucken. Wäre cool gewesen, wenn man quasi hier irgendwie von der Autobahn dann hier nach unten oder sowas kommt. Das, dann hätte man sich sparen können, dass man einfach die Strecke sperrt. Hallo? Wandern ist zu langsam. Ich nehme lieber das Fahrrad vor allem bergab. Hallo? Ich blinke hier. Der nicht. Also glaube ich, sieht man zumindest nichts. Was ist denn da vorne wieder los? Ach so, wir müssen warten. Na, Glückwunsch. Na, Glückwunsch. So, ich hoffe, der nächste bleibt da hinten zumindest stehen. Das schaut gut aus. Das Problem ist, weit kommen wir eh nicht. Ja, da sieht man mal, wie schnell die Zeit, die man gerade eben noch auf Reserve hatte, dann auch gleich wieder flöten geht. So, Achtung, Schlagloch. Bams, bams. Und sogar wir müssen diesmal... Boah, der hat das blendet da hinten bei dem. Na, Glückwunsch. So, wer ist eingepennt? Wahrscheinlich, weil wir so lange warten müssen. Die hier? Wir sind da eingepennt. Ah, nee, nach der Fahrkarte fragen. Ach, der da hinten. Mit der Melone am Schädel. So. Bitte fahren Sie. Ach du Scheiße, sind da viele. Und da wartet jetzt jeder Einzelne vom Zebrastreifen, oder wie? Warum? Okay, das ist anscheinend dann doch die Abbiegespur hier. Warum warten die denn alle vom Zebrastreifen? Verstehe ich nicht. So, der biegt ab. Der könnte eigentlich auch fahren. Macht er nur komischerweise nicht. Das heißt, der Nächste, der hier abbiegt, dann nutze ich die Gelegenheit und fahre. Hurra, ich habe die Abschlussprüfung bestanden. Na, fahren natürlich alle wieder geradeaus. Wie, wenn sie mich gehört hätten. Ah, der da hinten blinkt, guck mal. Müssen wir mal gucken, ob da keiner kommt. Da sieht's gut aus.
Und dann schnell. Dann behindern wir nämlich keinen. Der kann sowieso nicht abbiegen. Ach du Scheiße, guck mal, wie viel da los ist. Was wir da noch hätten warten müssen. Ohohohoho. Ach du Kacke. Verstehe ich nicht. Warum der hin und wieder mal so ruckelt, ist mir echt ein Rätsel. Vielleicht gab es irgendein komisches Update, weil ich habe blöderweise manchmal... Oh, was ist jetzt los? Ich brauche eine Fahrkarte. Na nü? Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen, versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal, wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzügeln. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass der da so kurz vorher abgebrochen wird. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr... Alexander Dennis, ja! Wir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse... Als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss. Endlich haben wir auch. Ja, das Omi hast du gerade gesagt, glaube ich. So, wir haben neue Bezirke freigeschalten und neue Busse freigeschalten. Nämlich den Alexander Dennis. Den Alexander Dennis 200, den Dreierbus, den wir dringend brauchen für die Linie 1. Also den Bus mit drei Busladungen. Wir haben ja da derzeit eine Busladung zu viel eingesetzt. Insgesamt gibt es hier auf Haltestelle, auf Route 1, auf Linie 1, 6 Haltestellen. Das heißt, wir brauchen einen Bus mit einer Dreierbusladung und wir haben jetzt gerade zwei Busse eingesetzt. Zwei Busse mit einer Zweierbusladung, das heißt, da ist eine Busladung zu viel unterwegs. Mit dem Alexander Dennis könnten wir das Ganze retournieren und die anderen zwei Busse, die MANs, die dann frei werden, können wir woanders einsetzen. Beispielsweise auf der Route hier. Gucken wir mal. Ich würde ganz gerne doch nochmal nach dieser Folge hier nachgucken. Ob da vielleicht irgendwie ein Update, ein Windows-Update oder so, irgendwie mal was Komisches hier mit meinem PC gemacht hat. Weil ich habe nämlich seit einer gewissen Zeit auch immer das Problem, wenn ich was lösche von den Bildern. Ich habe ja da ein Programm hinten laufen, bei wurscht, in welchem Let's Play ich aufnehme, das nimmt im Hintergrund immer Bilder auf. Jede 2 bis 3 Sekunden macht das einen Schnappschuss und dann fällt es mir leichter fürs Thumbnail erstellen. Und seit ein paar Wochen mittlerweile schon... habe ich das Problem, dass wenn der das löscht, den Ordner, der ist ein paar Gigabyte groß, das kann schon mal vorkommen, dass der Ordner, wo dann eben jede 2-3 Sekunden ein Bild gemacht wurde, dass der auch groß wird. Also, ich schätze mal jetzt so 4 Gigabyte, 5 Gigabyte pro Folge, 31.000, sehr gut. Und da habe ich aber seit ein paar Wochen das Problem, dass der das nicht einfach so nichts löscht, sondern der löscht dann Schritt für Schritt. Da kannst du zuschauen bei den Prozenten, wo geht denn der jetzt hin? Der hat doch gar keinen Fahrschein, wo ist denn der jetzt hin? Aha, Schwarzfahrer anscheinend. War ihm egal. Einfach nach hinten gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich könnte ihn jetzt gar nicht da hinten rauspicken, weil ich nicht weiß, wer das war. Und ich würde ganz gerne mal gucken, ob da vielleicht irgendwo was im Internet steht oder sowas, dass da doch ein Windows-Update möglicherweise irgendwie fehlerhaft war oder irgendein anderes Update, ich weiß es nicht. Weil der normalerweise nämlich immer den Ordner nimmt, zack, ich drücke auf Entfernen und der löscht das alles. Aber jetzt kannst du zuschauen, 10%, 20%, 30%, 40%, das war früher nicht der Fall. So, wenn der eh abbiegt, dann mache ich das... Na, komm, lass den Blinker drin. Na ja, toll. Da vorne ist eine Haltestelle. Über 2 Spuren drüber. Uiuiuiui. So, mittlerweile 2 Zahlentage gehabt. Wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich? 281.000. Das ist nicht viel. Ich brauche eine Fahrkarte. So, normale Fahrkarte, Tageskarte, 3,80. Danke. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt störend, wenn hier hin und wieder mal so ein Ruckler auftritt. Aber mein, wenn wir es verhindern könnten, dann würde ich das schon gerne tun. Sagen wir mal so. So, haben die schon wieder rot? Oder trauen sich die nur nicht? Ich glaube, die haben rot. So, jetzt fahr halt ich, wenn ihr nicht wollt. Stopp! Puh, zum Glück nicht reingerannt. Sie hätten mal 20.000 gezahlt. Warst du auf der Mautneralm? Die Besitzer haben gerade ihr erstes Kind bekommen. So.
Mhm. Und wir drehen jetzt gerade wieder um. Fisher Grounds ist die nächste Haltestelle. Wir drehen gerade wieder um. Schlagloch. Naja, toll. Immerhin die habe ich gesehen. Schlagloch war ich ein bisschen zu spät dran. Ist eigentlich schon eine lange Linie, muss man sagen. 30 Minuten dauert die insgesamt. Na guck mal, den Kastenmann kennen wir ja von gerade eben schon. So, der biegt ab, der andere auch vielleicht nicht. War der da hinten. Sudala. Das Wichtigste wäre, dass wir vielleicht noch einen Zahltag erreichen können. Das wäre sehr schön, wenn das geht. Na, das freut mich aber, dass du das so toll findest. Ich brauche eine Fahrkarte. Ich hätte gestern nicht so lang spielen sollen. Danke. Zu viel Rückgeld? Einfache Fahrkarte. Das passt. Hoppla. Danke. Auch zu viel Rückgeld, weil das immer ausgeblendet wird hier. Da weiß ich nicht, was ich schon gegeben habe und was nicht. Kacke. Ich glaube, 50 Cent waren zu viel. So, wie schaut es eigentlich fahrplanmäßig aus? Halbe Minute haben wir noch. Das ist ja völlig in Ordnung. Vom Planetarium hat man einen schönen Blick auf den Hafen. Alle Schiffe sehen so klein aus. Ja, Planetarium. Mal gucken, ob es das hier überhaupt in Wirklichkeit gibt. Vielleicht ist das auch nur so eine Lügengeschichte. So, bleiben wir mal hier stehen, sonst sehe ich die Ampel eh nicht mehr. Moment, wo ist mein Hut hin? Wie viele Fahrgäste haben wir denn eigentlich? Na, das hält sich ja recht in Grenzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fahrgäste. Der hier möchte aussteigen oder sie hier möchte aussteigen? Machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. So, wenn die eigentlich eh die Wartetafel haben, dann fahren wir halt mal. Weil es ja eh nichts bringt. Als ich das letzte Mal auf dem Berg war, habe ich einen riesigen Salatkopf gesehen. Ob ich halluziniert habe? Ja, vielleicht waren sie auf einem Feld von einem Bauern. Weiß ich nicht. Bleibt das eigentlich da stehen? Ja, reg dich zwar auf. Aber egal. So, wir haben eigentlich hier Vorfahrt, glaube ich. War da nicht gerade noch ein Schild? Da vorne kommt das Spiegelei. Wir haben eigentlich Vorfahrt. Das System herzlich wurscht. Der lässt alle hier raus. Alle, die warten müssen, lässt der raus. Also für was es hier überhaupt dieses Schild gibt, ist mir ein bisschen ein Rätsel. Guck mal, der lässt jeden Einzelnen raus. Die haben das Schild, sie müssen warten. Was? Du hast Winter der Leidenschaft. Wozu haben die denn die Schilder überhaupt aufgestellt, wenn sich da keiner dran hält? Hallo? Der lässt jeden raus! Das gibt's ja nicht! Da stehen schon welche hinter mir! Die haben hier ein Schild, das heißt warten! Wir müssen warten! Wenn der einen rauslässt, sage ich okay, aber der lässt alle raus! Das sind 20 durchgefahren jetzt mittlerweile schon! Na, das würde ich aber auch mal sagen! Alter, Falter, das regt mich aber auf hier. Die Aussicht von Sonnstein aus ist einfach wunderschön und macht mir große Freude. Einer geht ja noch, zwei ist auch nicht in Ordnung, aber noch nicht so viele. Wow. Ja, ich glaube, das zählt wieder. Na ja, toll. Ja. Lässt der da einfach alle raus? Das ist ja eine Frechheit. Also, Entschuldigung, wer hat dem denn den Führerschein gegeben? Wenn der so bei der Fahrprüfung fährt, wer hört da schon wieder laute Musik? Huch, da hinten, die Omi. Wenn der so bei der Fahrprüfung fährt, der braucht doch gar nicht mehr antreten ein zweites Mal. So, was für eine Straße? Achso, Lachstraße. So, jetzt ist zum Glück nicht mehr so viel los wie vorher. Gott sei Dank, sonst hätten wir hier Ewigkeiten gewartet. So. Na komm. Okay, hat gespeichert. Das ist noch ein Grund. Das ist noch ein Grund, wo ich sagen kann, ist ein Grund. Es ist so viel einfacher, mit dem Bus zu fahren. Als auf einem Roller im Straßenverkehr. Ja, vor allem den hier. Wenn da alle so komisch waren wie der vor uns, dann ist das wirklich eine Überlebensfahrt hier. Dann ist das nicht unbedingt eine Rundfahrt durch die Stadt, dann ist das eine Fahrt ums eigene Überleben.
um lebendig von A nach B zu kommen. Ja, also liebe Freunde, ich werde auf jeden Fall mal nach dieser Folge mal gucken, ob man da irgendwas einstellen können von den Einstellungen oder sowas, dass ich permanent im Boost-Modus oder so spiele. Vielleicht, na, Spielerschlag noch, den haben wir nicht mitgenommen, sehr gut. Vielleicht skaliert der auch irgendwas runter quasi, von, weil er glaubt, irgendwas ist, keine Ahnung, nicht korrekt, so wie es sein sollte oder so, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, und jetzt würde es mich sehr interessieren, ob wir hier die letzte Haltestelle haben oder dann wirklich erst da oben. Weil normalerweise sollte ja Northspoke die letzte Haltestelle gewesen sein. Na gut, wir sehen es jetzt gleich, wenn wir die Auswertung bekommen oder auch nicht. Okay, wir bekommen keine Auswertung, das ist eine Station haben wir noch. Eine Station haben wir noch vor uns. Huha. Achso, warte mal, da war die wieder Vorrang. Der biegt ab, das freut mich sehr. Na, das ist schon nicht schön mit diesen Rucklern. Ich guck mal, Freunde. Keine Ahnung, was da passiert im Hintergrund. Ich guck auf jeden Fall mal. Es nervt mich selber. Es nervt nicht nur euch. Vielleicht nervt es euch auch gar nicht. Weiß ja nicht. Hin und wieder mal ein Ruckler ist ja noch okay. Aber das ist halt schon ein bisschen oft. Jedes Mal in einer Minute. Die nächste Aufnahmesession von Days Gone kommt morgen. Da wäre es wahrscheinlich auch nicht anders. Von dem her, ich guck mal. Irgendwas kann man da bestimmt ändern. Warte mal, hier vielleicht eine falsche Herzeinstellung drin? Warte mal ganz kurz. Audio, Grafik, Grafikeinstellungen. Kann ich hier das überhaupt einstellen? Auflösungsskalierung? Ich glaube fast nicht. Zurücksetzen? Nee, will ich auch nicht. Was passiert, wenn ich V-Sync ausmache? Wird das was ändern? Gucken wir mal. Ich glaube nicht, aber gucken wir mal. Wäre ja lustig, wenn schon. So, 70 ist Maximum, wir fahren 72, ist auch noch okay. So. Der biegt, oh ja, der biegt ab, der aber nicht. Ja, jetzt kommen da auch wieder welche. Na, wobei, die biegen ja auch alle ab. So, Achtung, Schlagloch. Was da hier ein Schlagloch hinzubauen? Weil du normalerweise mit 70 durchbrettern kannst, ist ja schon ein bisschen frech. Also finde ich jetzt hier. Als reine Busfahrermeinung. Da könnte man ruhig mal ein bisschen auf den Zustand der Straße auch achten. Da, wo die Autos, die Busse mit 70 rumbrettern. So, der Blick nach innen, auch sehr komisch, keine Ahnung, warum er das macht. Ist in manchen Ländern, glaube ich, gang und gäbe, dass du, während du im Kreisverkehr fährst, den Blinker nach innen setzt und erst dann, wenn du rausfährst, blinkst du nach außen. Jackfrucht? Nein, Jackfrucht. Schmeckt wie eine Mischung aus Banane, Ananas, Mango und Melone. Könnte man einen Einfrucht-Smoothie draus machen. Ist aber, glaube ich, finde ich jetzt meine persönliche Meinung, nicht unbedingt notwendig, oder? Ich finde das eher ein bisschen verwirrend. Wenn dann vielleicht einer blinkt vielleicht an eine falsche Richtung, dann glaubt man, der fährt raus und fährt doch nicht raus. Dann fährt vielleicht einer raus und blinkt aber nach innen und dann gibt es einen Unfall. Da sollen die lieber dann blinken, wenn sie was tun, nämlich rausfahren. Und wenn sie nichts tun, nämlich gerade weiterfahren, dann blinken sie nicht. Also so wie es hier gang und gäbe ist in Österreich, in Deutschland, ich glaube in den Niederlanden oder irgendwo in Europa, glaube ich, gibt es Länder, beziehungsweise zumindest ein Land, wo du blinken musst, wenn du im Kreisverkehr fährst. Also nicht die Ausfahrt nimmst, sondern weiterfährst, blinkst du halt in den Kreisverkehr hinein. Und wenn du rausfährst, blinkst du nach draußen, in die Ausfahrt. So, ich muss erstaunlicherweise zugeben, seit ich V-Sync angeschaltet habe, habe ich noch keine von den Rucklern, aber es kommt meistens erst, wenn wir in die Haltestelle zufahren. Also wir sehen es jetzt gleich beim Northspoke, beim Nordspeicher. Ob was passiert oder nicht, sagt uns gleich nicht das Licht, aber das Ruckeln. Oh, du fährst so schnell. Fuck.
Das war kein Ruckeln, das war der Blitzer. Nummer 2 mittlerweile. Jetzt haben wir schon 140 Strafe gezahlt. Hoppla. Ja, willkommen in Deutschland. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. So, nachdem die alle abbiegen, mache ich es auch mal. Okay, hat mit der V-Sync überhaupt nichts zu tun, ruckelt trotzdem. Gut zu wissen. So, lala, und jetzt sollten wir eine Auswertung bekommen und die muss eigentlich, bis auf hin und wieder mal ein paar Schlaglöcher, gar nicht mal so schlecht aussehen. 91,7%. Finde ich völlig okay. Und nochmal ein neuer Zahltag oben drauf. 8-mal Blinker gesetzt, obwohl gerade ausgefallen. Also wann soll mir das denn bitte passiert sein? 8-mal. Von Zahltag zu Zahltag sind wir auf jeden Fall rumgefahren. 31.000 haben wir. Dass wir alle in einer Simulation leben? Klingt verrückt, aber wenn man so drüber nachdenkt. Ja, denk mal mit dem nächsten Busfahrer drüber nach. Vielleicht kann der da mehr zu dem Thema beitragen. Wir hatten das Thema sogar schon mal. So, liebe Freunde, wir sind durch. Wir haben die Linie erledigt und ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen, bevor wir die Folge beenden, gucken wir mal durch. Was haben wir denn da für eine Mission? Fahre Route, Route 2. Einmal mit Bus Mercedes-Benz Citaro K1. Aufkleber Mask. Na gut, Aufkleber wollen wir ja eh keine. Mission annehmen. Da müssten wir dann wirklich mit dem Mercedes-Benz Citaro K1 fahren. Mit Nummer 1. Wollen wir die annehmen? Verfliegt die mit einer Zeit? Ich glaube, der verfliegt mit der Zeit. Lassen wir die mal verfliegen. So, wir sind hier gefahren. Jetzt gibt es hier die nächste. Was bekommen wir da? Aufkleber Anker. Fahre Route, Route 1, einmal mit Bus Mercedes-Benz Citaro K2. Nee, will ich auch nicht, weil da kommt jetzt der Alexander Dennis nämlich hin. So, wir machen das mal anders, wir gucken mal so. Oder auch nicht, weil das anscheinend gar nicht geht. Dann gucken wir halt doch mal so. Huch. Wo können wir denn möglicherweise... Ich will nicht die öffnen hier. Ich will die Haltestelle sehen. So, Haltestelle 3. Hier oben können wir nicht, hier können wir nicht, hier können wir nicht. Okay, der wird alles gleich aussehen, wir sind ja immer doppelt gefahren. Na komm. Außer hier hinten, da waren wir nur einmal, genau. Na gut, viel upgraden können wir nicht. Beim Astra-Paar konnten wir ein bisschen was upgraden. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Dann hoffentlich wirklich ohne Ruckler. Die Landwirtschaft wartet auf uns. Die neue Mission verbindet das Landwirtschafts- und das Industriegebiet. Agricultural Zone und Industrial Zone. Also die hier mit der hier sollen wir verbinden. Und dann das Ganze auch Richtung Schober Grounds und Siegwalden weiterführen. Das ist der Plan für die nächste Folge. Mal gucken, wie wir den dann ausarbeiten werden. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.